Es geht heute, verehrte Zuseher, unter anderem um ein kleines Mädchen und einen Hutmacher. Um eine Katze, die ständig grinst, um eine Königin, eine Herzogin und einen Herzbuben. Um unerwartetes Verschwinden und genauso unerwartetes Wiederauftauchen. Das Manuskript, das den Autor dieser Geschichte in die Position eines Kometen der Weltliteratur beförderte, ist unscheinbar in schwarzes Leder gebunden, der Band nicht viel größer als ein halber Briefbogen, nicht einmal 100 Seiten machen den Umfang aus. Die Bibliothekare des Britischen Museums, die das Werk als einen ihrer größten Schätze hüten, haben ihm die Nummer 46700 gegeben. Das mag ein Zahlenspiel sein, doch es ist noch nicht entschlüsselt. Der Autor hat den Text mit der Hand in einer sorgfältigen Druckschrift geschrieben, die auch ein Kind ohne Mühe lesen kann. Alle zwei oder drei Seiten findet sich eine Zeichnung. Ein ganz lang gestrecktes, fast auseinandergezogenes Mädchen, vielleicht dessen Kopf unmittelbar von dem oberen, dessen Füße dicht am unteren Seitenrand ein Ende finden. Bisweilen tauchen im Manuskript auch Hasen auf oder Schildkröten. Es handelt sich ganz offensichtlich um ein Buch für Kinder. Allerdings für Kinder, die in einem wunderlichen Einvernehmen mit dem Autor zu stehen scheinen. Und immer wieder erscheint das Bild jenes Mädchens. Sie mag 9, 10 oder 11 Jahre alt sein, trägt lockiges, auf die Schultern fallendes Haar und einen Mittelscheitel. Und sie sieht aus wie, selbstverständlich, wie Alice im Wunderland. Und wir reden heute übrigens von Alice im Wunderland. Und wir reden von ihrem Schöpfer, von Lewis Carroll, der mit bürgerlichem Namen Charles Lutwidge Dodgson hieß. Merken Sie sich meine Aussprache, verehrte Zuseher, die meisten der vielen Konsonanten in seinem Namen bleiben stumm. Aus dem Lutwidge wurde Lewis, aus dem Charles wurde über Carolus Carroll. Dieser Autor liebte das Versteckspielen. Lewis Carroll ist vielleicht, ist möglicherweise nicht der am meisten gelesene Autor der neuzeitlichen Literaturgeschichte, aber er sollte es sein. Zu den einflussreichen Schriftstellern zählt er allemal, denn er hat in seinen Büchern ein Maß von heiterer und von bestürzender Verwirrung geschaffen, das vieles, was, sagen wir etwa Franz Kafka, nur wenige Jahrzehnte später bewegte, und er hat es in scheinbar spielerischer Form vorweggenommen. Allerdings ist Lewis Carroll, ist der Schöpfer von Alice im Wunderland, nicht so bedeutsam trübsinnig, so mit der Kompassnadel nach dem unbarmherzigen Zweifel an der Welt ausgerichtet, wie Kafka oder vielmehr, wie es viele Deuter von Franz Kafka gern in dessen Werk lesen. Kafka, vergessen wir das nicht, auch Kafka wollte, dass man beim Lesen seiner Werke ins Lachen geriet. Wenn Sie sich, verehrte Zuseher, nun aber an Alice im Wunderland erinnern, dann erinnern Sie sich an ein bei aller Unheimlichkeit behagliches Staunen. Am Anfang der Geschichte, diese Szene haben Sie alle noch vor Augen, begegnet Ihnen ein junges Mädchen, das vom Lesen ihres Buches ein wenig müde geworden ist und an dem ein weißes Kaninchen vorbeiläuft, welches uns ganz beiläufig mitteilt, dass es sich für die Einladung zum Tee mit der Königin verspätet hat. Dieses Kaninchen verschwindet in einem Loch und Alice folgt ihm in ein ganz besonderes Reich. Wenn sie aus einem Fläschchen trinkt, wird sie kleiner, wenn sie von einem Kuchen isst, wird sie größer. So etwas passiert nun einmal in geheimnisvollen Reichen, in denen unsere Konventionen nicht gelten, unsere Gesetze aufgehoben sind. Aufgehoben oder verschärft oder gar ins Gegenteil verkehrt, wie Alice erfahren muss, als ihr die Figuren Zwiddeldei und Zwiddeldumm begegnen, als Goggelmoggel die strenge Raupe, der Schnapphase, die falsche Suppenschildkröte oder die Herzogin auftreten. Jene strenge Herzogin, die verkündet, dass sie Zahlen noch nie ausstehen konnte und die dazu den Vers spricht. Sprich ruh mit deinem kleinen Sohn und hau ihn, wenn er niest. Er tut es doch nur dir zum Hohn und weil er dich verdrießt. Diese Herzogin konnte noch nie Zahlen ausstehen, klar. Damit bezog der Autor, bezog Mr. Charles Dodgson alias Lewis Carroll, eine eindeutige Position. Er selbst war nämlich im Hauptberuf Mathematiker. Am Christchurch College, einem der berühmtesten Colleges von Oxford, unterrichtete er Mathematik und Logik.
Wenn man sich die Liste der Bücher vor Augen hält, die er veröffentlichte, nehmen die mathematischen Werke fast den gleichen Umfang an wie die belletristischen Bücher. Es gab offenbar tatsächlich jene zwei verschiedenen Persönlichkeiten, den schnurrigen Erzähler Lewis Carroll und den peniblen Mathematiker Charles Dodgson, der sehr ungehalten zu reagieren pflegte, wenn er auf der Straße als Lewis Carroll angesprochen wurde. War das Koketterie, war das Schüchternheit, war das die Lust am Rollenspiel? Nachdem sein Welterfolg als Alice in Wonderland erschienen war, in den späten 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, bat eine entzückte Königin Victoria den Autor darum, ihr sein nächstes Werk zu widmen. Dodgson reagierte auf seine Art und so geschah es, dass die grundbiedere mathematische Abhandlung An Elementary Treatise on Determinants, also eine zum Händefalten langweilige Einführung in die Theorie der Determinanten, ihrer königlichen Hoheit gewidmet worden. Steckten vermutlich noch viel mehr Personen in der Seele dieses wunderlichen Mannes, der mal als körperlich eher gewinnend, doch äußerst schüchtern beschrieben wurde, mal als stocksteif, pedantisch und dann wieder als brillanter Plauderer und nicht unbegabter Vortragender volkstümlicher Lieder. Geboren wurde er, um Ihnen, verehrte Zuseher, einmal einen groben Raster zu liefern, Ende Januar 1832 in eine Familie, die im erweiterten Sinne zur Elite der britischen Gesellschaft zählte. Elite, das bedeutete zu jener Zeit Adel, zu dem die Familie nicht zählte, nachgeordnet der Klerus und der Militärstand. Aus beiden Kreisen konnte unser Autor bedeutende Vorfahren gleichsam in schönem Überfluss vorweisen. Die Familie war unbedingt glaubenstreu, wenn auch von unterschiedlicher religiöser Präferenz, theologisch mal mehr, mal weniger konservativ. Und sie war selbst für die Verhältnisse der Zeit beeindruckend fruchtbar. Wenn ich es recht nachgezählt habe, hatte Lewis Carroll noch 10 Geschwister. Er war der älteste Sohn. Der Vater war Pfarrer einer Gemeinde, die es sich leisten konnte, die Familie mit recht üppigen Pfründen auszustatten. So kam der kleine, der schon auffällig belesene Charles, nach ein paar Jahren des Privatunterrichts auf ein vornehmes Internat. Er kam nach Rugby. Wenn man, verehrte Zuseher, die Lebensläufe berühmter britischer Schriftsteller verfolgt, dann sticht ins Auge, wie wenige sich nicht mit Schrecken und Abscheu an ihre Schulzeit auf dem Internat erinnern. Es scheint, zynisch gesagt, geradezu eine notwendige Bedingung für ihren späteren literarischen Erfolg gewesen zu sein. Lewis Carroll machte da keine Ausnahme. Er schrieb, wenn man mich wenigstens nachts in Ruhe gelassen hätte, sinngemäß in einem späteren Rückblick, dann hätte ich mich wenigstens mit den Quälereien am Tage abfinden können. Sie erinnern sich an den eben gehörten Vers und hau ihn, wenn er niest, er tut es doch nur dir zum Hohn und weil er dich verdrießt. Dennoch wurde Charles Dodgson vornehmlich durch seine Leistungen im Fach Mathematik zu einem Vorzeigeschüler, der allerdings bisweilen stotterte oder, wie man damals im vornehmen Englisch sagte, der unter Verzögerungen litt. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Dieser Vorzeigeschüler landete mit 19 Jahren in Oxford an jenem berühmten College, das wir erwähnten, und er blieb dort mehr als ein Vierteljahrhundert. Eine kometenhafte Karriere machte er in seinem Fach nicht. Angeblich war er, so berichteten seine Biografen, bei aller Höchstbegabung eben doch bisweilen auch etwas faul. Das mag so gewesen sein, richtig und wichtig ist aber auch, dass dieser Mathematiker eben auch Lewis Carroll war, der Erfinder unheimlicher Geschichten und Balladen und dazu noch ein Fotograf, der Umgang mit den bedeutenden Malern seiner Zeit suchte und fand. Die Freunde, die er gewann, zählten zur Schule der Präraffaeliten, einer Gruppe von Künstlern, die sich der Suche nach dem Reinen, dem vom herkömmlichen künstlerischen Konventionen Unverstellten, verschrieben hatten. Für Lewis Carroll lag dieses Reine, dieses Unverstellte oft in der Natur, oft aber auch in der Gestalt von sehr jungen Mädchen, die er mal nackt, mal in Fantasiekostümen ablichtete. Man kann diesen Vorgang fotografieren nennen, doch
klingt dies nach einem zu hurtigen Prozess. Carroll bediente sich nämlich eines um die Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten Verfahrens, das man die Nassplatten-Collodium-Fotografie nannte. Dazu mussten feuchte Glasplatten mit einer sensiblen Substanz beschichtet werden. Die Belichtung dauerte bis zu 30 Sekunden. So lange durfte sich das Modell nicht regen. Die sich anschließende Entwicklung des Bildes musste abgeschlossen werden, bevor die Platten trockneten. Und natürlich war die ganze Zeit auf einen konstanten Lichteinfall zu achten. Wenn man sich heute ein Bild von dem künstlerischen Prozess machen will, so stellt man sich wohl am besten die Anlage eines Alchemisten vor, der mit meist giftigen Zutaten unsterbliche Bilder zu schaffen anstrebte. Ich habe Ihnen, verehrte Zuseher, Lewis Carroll als Fotografen auch deshalb so im technischen Detail vorgestellt, um Ihnen eine weitere Facette dieser Figur vorzuführen. Wir haben den fantasievollen Erzähler, den nüchternen Mathematiker und wir haben auch diesen wohl heftiger erotisierten Bildmenschen, den Liebhaber, zumindest Bewunderer junger Mädchenkörper, der sein Verlangen aber in einer Mischung aus hochkomplizierten technischen und künstlerischen Aktionen befriedigte. Zur Vollständigkeit des Bildes muss hier aber dringend noch angefügt werden, dass der Künstler sehr schnell zu einem der gefragtesten und angesehensten Porträtisten der englischen Gesellschaft heranreifte. Wir verdanken ihm die Abbilder einiger der berühmtesten Dichter seiner Zeit. Aber warum er allerdings 1880, war damals 48 Jahre alt, das Fotografieren wie aus heiterem Himmel ganz und gar aufgab, wird unter seinen Biografen genauso heftig debattiert wie die Frage, was auf den gut 1000 Bildern denn zu sehen war, die der Künstler selber zerstörte, wenn es uns denn überhaupt etwas angeht. Jene Alice, der das Wunderland erzählt wurde, gehörte natürlich auch zu den Fotografierten. Sie war die Tochter eines Dekans an der Oxforder Universität und sie scheint den komplizierten Umgang mit Lewis Carroll sehr viel unbefangener gemeistert zu haben als ihre Mutter, die sich erst angelockt zeigte und dann schockiert alle weiteren Verbindungen abbrach. Carroll war damals, wir reden jetzt über die späten 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, bereits ein Mann, der sich schon aufgrund seines finanziellen Erfolges eine gewisse Spleenigkeit leisten konnte. Und eben die Kunst, sich seinem Publikum in verschiedenen Rollen vorzustellen oder zu entziehen. Ein großer Darsteller spielt eben mit seinem Publikum. Nehmen wir einmal den Mathematiker Dodson. Eines seiner berühmtesten Werke handelt vom 5. Buch des Euklid. Ich brauche Ihnen, verehrte Zuseher, nicht zu erklären, worum es dabei geht. Richtig, es geht dort um Größenordnungen, genauer gesagt um eine Erörterung der Proportionenlehre des Eudoxus. Klar, sagen Sie, jemand, der ein junges Mädchen mal größer, mal kleiner erscheinen lassen kann, der wird sein Euklid, der wird sein Eudoxus gelesen haben. Aber gab es den eigentlich? Gab es tatsächlich die Herren Euklid oder Eudoxus? Oder waren das nicht einfach nur Namen für Manuskripte, so wie Carroll eine Erfindung von Dodgson war? Die Wissenschaft ist sich da nicht sicher. Und Carroll wäre auch noch zuzutrauen, dass er Dodgson erfindet. Und noch ein letztes. Lewis Carroll hat oft erzählt, wie Alice in Wonderland entstand. Man ruderte also auf diesem kleinen Fluss. Ein heiterer Sommernachmittag, das Mädchen war ein wenig erschöpft. Dann, ganz leise, setzte der Erzähler ein. Gut, meine Damen und Herren, man kann diesen Sommernachmittag historisch, meteorologisch dokumentieren. Die Akten geben heute Auskunft. Es war übrigens ein Gewittertag mit heftigem Regen.